Und damit herzlich willkommen zurück zu Emergency 3. Wir haben das Tutorial durchgespielt. Wir wissen jetzt, wie wir mit der Feuerwehr umgehen, wie wir mit dem technischen Hilfswerk hier umgehen, der Polizei und dem Rettungsdienst. Das heißt, wir sind bereit für die Kampagne und wir wollen auch eine neue Kampagne starten. Meine bisherigen Fortschritte und Auszeichnungen, die gehen dabei verloren. Ist aber nicht weiter schlimm. Es waren, glaube ich, auch nur 7 Missionen, die ich gespielt habe. Da kommt man relativ schnell wieder hin. Von daher klicken wir mal auf OK und schauen, was uns erwartet. Und deswegen nutzt man kein Handy am Steuer. Verkehrsunfall mit PKW. Ja, das ging jetzt sehr schnell. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit, die ganze Mission vorzulesen mit der Missionsbeschreibung, wie im zweiten Teil. Hier startet die Mission automatisch. Aber wir können ja jetzt immer nachgucken. Unfallfahrzeug löschen, Unfallfahrzeug abtransportieren, alle verletzten und toten Personen abtransportieren. Das sind unsere Aufgaben. Ach, guck mal. Ah, hier kann ich sogar nachlesen. Verkehrsunfall mit PKW-Beteiligung und Personenschaden im Baustellenbereich der Bundesstraße. Bergen und versorgen Sie alle verletzten Personen und transportieren Sie sie ab. Verhindern Sie einen Fahrzeugbrand. Transportieren Sie das Unfallfahrzeug ab. Ah, okay, hier kann ich das nachlesen. Das wusste ich auch noch nicht, dass man das da nachlesen kann. Das habe ich wirklich jetzt gerade erst gesehen. Fahrzeug eingetroffen. Das war mir tatsächlich neu. Hier haben wir unsere Karte. Fahrzeuge kommen relativ schnell an. Fahrzeug eingetroffen. Brauchen wir erstmal einen Rüstwagen hier, dann die beiden RTWs. Auf dem Weg. Man erkennt auch schon ganz gut das ein oder andere Modell oder auch die Person. Da wurde doch das ein oder andere später in Emergency 4 übernommen. Wird gemacht. Da waren die einfach faul und haben das alles mitgenommen. Feuerlöscher brauchen wir. Und die Rettungsschere. Auf den Weg. Jawohl. Ich habe auch gerade gesehen hier, ja? Da arbeitet bestimmt der Tommy. Insider vom Discord wissen, was ich meine. Wer es nicht kennt, unser Discord vom gesamten, ich sag mal, Aufnahme-Streaming-Team hier ist in der Beschreibung verlinkt. Da geht's relativ viel um diese ganzen BOS-Themen, Feuerwehr, Rettungsdienst, etc. Wird da viel diskutiert, viel behandelt. Wer also eine Discord-Community sucht, die sich so ein bisschen mit dem Bereich Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, etc. pp. Befasst, auch mit Emergency. Einfach mal in die Beschreibung gucken. Der Discord-Link ist nicht mein Discord. Gehört dem guten Tommy, alias D-Striker. Aber ich bin da auch mit drauf. Genau wie der gute Marcel, alias Lights Out Gaming. Bin unterwegs. Und ja, ist immer ein netter Austausch zu allen relevanten Themen. Da werden auch unsere Videos immer jeden Tag, gut, jeden Tag, wenn ein Video kommt, dann wird das da auch verlinkt. So, sagen wir so. Das heißt, YouTube-Algorithmus ist ja immer so ein bisschen, naja, nicht gerade zuverlässig. Also wer keine Videos von uns verpassen möchte, auf jeden Fall im Discord nachgucken. Beziehungsweise auf den Discord kommen. Im Discord werden die dann immer verlinkt. Geht Gott sei Dank sogar automatisch. Mittlerweile auch bei meinen Videos. Ja. Gut. Genug Werbung gemacht für den Discord. Hoffe ich. Ich hoffe, Tommy, wenn du das siehst, ich hoffe, du bist zufrieden mit der Werbung. Ich hoffe, das war genug. Ich sehe dann morgen das Plus auf der Gehaltsabrechnung. Bitte, ne? Also, ich hoffe, du denkst dran. Ja. Baustelle ist abgeräumt. Unfallfahrzeug wird noch abtransportiert. Alles andere ist erledigt. Und damit haben wir die erste Mission relativ schnell abgeschlossen. Natürlich mit 100%. Wie soll es auch in den ersten Missionen sein? Da kriegt man natürlich die 100% hin.
erwartet hier auf keinen Fall, dass ich das komplette Spiel mit 100% durchspiele. Das wird, glaube ich, nichts werden. Auch wenn ich persönlich Emergency 3 immer ein bisschen einfacher fand als den zweiten Teil. Aber ich glaube, komplett auf 100%, das wird utopisch. Ja, dann würde ich mal sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Gucken wir uns gleich den nächsten Einsatz an. Gebäudebrand durch Blitzeinschlag. Im brennenden Gebäude werden noch Personen vermutet. Evakuieren Sie das brennende Gebäude, verhindern Sie die Ausbreitung der Brände und löschen Sie sie. Bergen Sie alle verletzten Personen und transportieren Sie sie ab. Das machen wir doch. Holen wir uns erstmal die Feuerwehr. Wir brauchen hier eine Drehleiter. Und zweimal RTW. Denn eine verletzte Person liegt hier draußen. Wurde leider ein bisschen erschlagen. Und die zweite, man kann es schon so ein bisschen erspähen, liegt da drin. Das heißt, erstmal den Rüstwagen herholen. Die beiden RTWs können wir hier an die Seite stellen. Auch lustig, mit einem Rüstwagen zum Gebäudebrand fahren. Ist jetzt nicht gerade so das, was eine Feuerwehr unbedingt macht. Klar kann man einen Rüstwagen auch bei einem Gebäudebrand vielleicht hier und da gebrauchen. Aber eigentlich, naja, so ein Löschgruppenfahrzeug, das gibt es hier halt noch nicht. Diese Art Löschgruppenfahrzeug wurde erst mit dem vierten Teil eingeführt. So, die beiden holen sich die Schläuche. Und er bringt mal ein bisschen die Pferde in Sicherheit. So, einmal von da löschen. Einmal von da. Oh, so, zweimal RTW. Den bauen wir mal auf. Und hier löscht mal das Bäumchen. Damit das Feuer möglichst nicht auf den Stall überspringt. Na komm, Pferd. Warum können wir das jetzt nicht? Aber das können wir erstmal retten. So, du holst die Verletzte da weg. Bringen wir mal zum RTW. Okay, das Pferd will sich gerade nicht retten lassen. Auch wenn es direkt am Feuer steht. Von daher holen wir uns erstmal den Schlauch. Löschen den Stall. Lösch doch einfach den Stall. Stall, Baum. Und er geht mal dahin. In Ordnung. Auf den Weg. So, verletzte Person hier rein. Retten, befreien. Na komm. Na, warum will der denn nicht? Hallo? Was ist denn los? Warum funktionieren denn die Clickpoints jetzt nicht? Auf den Weg. Auf den Weg. Okay, ist die Mission gerade verbuggt? Dass ich die Frau jetzt hier nicht retten kann? Fahren wir jetzt einfach mal mit ihm hier hoch, vielleicht kann er das ja. Aber die kann ich nehmen. Unser Feuer hier kriegen wir langsam unter Kontrolle. Das ist sehr komisch hier. Warum kann ich denn jetzt... Okay, er kann sie aber mitnehmen. Das ist gut. Schon unterwegs. Ist okay.
Immerhin etwas. Wir kriegen die Person hier noch raus. Hier brennt wieder der Baum. Dann geht's der Frau gut. Die können wir schon mal abtransportieren. Ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich auch hier noch dieses... Diese ganzen Fahrzeuge sind ein bisschen überbelichtet. Das werde ich vielleicht auch noch mal deaktivieren. Nee, warte mal. Du holst mal das Sprungpolster raus. Sprungkissen. Okay, jetzt kann ich die Frau mit dem Notarzt auch nicht behandeln. Was ist denn los? Ah, jetzt ging's. Okay. Ganz komisch. Können wir dann noch mal... Jetzt kann ich sie behandeln. Okay, ganz komische Mission. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Emergency ist halt nicht so ganz bugfrei. Auch der dritte Teil hat seine Bugs, der zweite Teil hatte seine Bugs. Im vierten Teil werden wir bestimmt auch den einen oder anderen Bug sehen. Aber... Damit leben wir jetzt einfach mal. So, einmal Schlauch holen. Oh, was ist denn da hinten los? Warum bricht denn da hinten jetzt das Feuer aus? Lösch doch mal den Stall. Warum ist das jetzt auf den Stall übergegriffen? Auf dem Weg ist in Arbeit. Verstanden. Verstanden. Schon unterwegs. Okay, das eskaliert hier gerade so ein bisschen. Habe ich so das Gefühl. So, du holst den. Können wir hier hinten noch irgendwo einen Schlauch anschließen? Nee. Dann... Mach du mal da. Du machst mal den Stall. Und du kümmerst dich jetzt einfach ums Haus. Eieiei, das bricht ja hier hinten noch richtig... Das eskaliert hier, ja. Ja, damit geht wahrscheinlich dann auch schon die 100%-Wertung flöten. Einfach nur, weil mir hier das Feuer eskaliert. Gott, das hatte ich ja noch nie, dass sich das so extrem ausbreitet. Jawohl, das ausgeführt. Auf den Weg. Naja, den Pferden geht's noch gut. Dann löschen wir jetzt einfach mal mit über die Drehleiter. Ich hoffe, das geht. Ja, okay, das scheint zu klappen. Löschen wir den Stall so ein bisschen. Hier hinten kriegen wir das Buschfeuer unter Kontrolle. Und die löschen das Haus. Also... Er löscht das Haus ganz einsam und alleine. Boah, das hat doch immer geklappt hier mit drei Feuerwehrleuten. Was war denn da jetzt los? Okay, so viel zum Thema Emergency 3 finde ich einfacher als den zweiten Teil. Das hat sich somit gerade, glaube ich, erledigt. Wenn die zweite Mission schon... so stark eskalieren kann. Naja. Komm, löschen wir mal mit der Drehleiter das Haus. Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass das so schnell gehen kann. Eieiei. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt überhaupt gelöscht kriegen, so. Ich hoffe, wir kriegen das Stallfeuer irgendwie gelöscht. So, er hält mal ein bisschen da rein. Du machst mal den Baum. Ich hoffe, die Pferdchen überleben das. Die armen Tiere. Naja, wird schon werden, hoffe ich.
Also 100% wären es nicht mehr, leider. Aber wir sollten das Feuer hier zumindest noch unter Kontrolle kriegen. Ja, der Baum ist aus. Jetzt können es nur noch im Stall. Er hält schön rein. Das ist super. Was ein Feuer, ey. Geht das einfach hier hinten noch über? So, wäre das Feuer nach hier ausgebüxt, dann wären wir zumindest mit den Schläuchen nicht mehr rangekommen. Aber ich glaube gerade, dass wir das Feuer im Stall so nicht auskriegen. Da müssen wir jetzt, glaube ich, mit dem Feuerlöscher rein. Wird gemacht. Ist okay. Wird ausgeführt. Ja, mit dem Feuerlöscher können wir jetzt nämlich rein. Komisch, dass man mit dem Schlauch keinen Innenangriff machen kann. Auf den Weg. So, und dann löschen wir einmal hier. Okay. Das ist, wow, das habe ich wirklich nicht mehr so in Erinnerung, dass das so extrem geht. Naja. So, jetzt müssten wir gleich Feuer aushaben. Holen wir uns dann auch nochmal einen Feuerlöscher, schicken wir einen zweiten Mann mit rein. Mal sehen, wann der Erste in die Kommentare schreibt: Ey, du fährst einen Innenangriff ohne ohne Atemschutz. Das geht ja gar nicht. Lest das mal mit Atemschutz da rein. Naja, ich bitte, das kommt noch. Schön ohne AGT hier Innenangriff fahren. So wird das gemacht. Na komm, Feuer. Geh doch mal aus. Ja, okay. 96% hat jetzt halt ein bisschen lange gedauert, dadurch, dass das Feuer sich dezent ausgebreitet hat. So ganz dezent. Habe jetzt wirklich nicht mit gerechnet, dass das so schnell gehen kann. Aber nun gut. 96% ist ganz gut, denke ich mal. Kann man so lassen. Brandausbreitung, ja. So lernen wir zumindest schon mal, das Feuer, das haut hier schnell ab. Es verarscht mich nicht ganz so wie der blöde Zaunbrand in der letzten Mission vom zweiten Teil. Weil man hat es wenigstens gesehen, man hat gesehen, es haut ab. Aber es kann schnell gehen. Von daher bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Wir wenden die Folge an der Stelle. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann die dritte Mission an. Das müsste die Verkehrskontrolle sein. Vielleicht schaffen wir auch die vierte Mission, das illegale Straßenrennen. Oder? War das Straßenrennen? Doch, ich glaube, das Straßenrennen war im dritten Teil. Ihr merkt schon, ich komme mit den Missionen schon so ein bisschen durcheinander. Ich weiß gar nicht so genau, was jetzt dritter und vierter Teil war. Ich weiß, in einem Teil war die vierte Mission Straßenrennen. Ich glaube, es war hier. Lasst uns überraschen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.